Janina, ihre Mutter und die Großeltern haben in Warschau eine Zuflucht gefunden. In einem gemieteten Zimmer. In ihrem Viertel werden plötzlich Mauern errichtet, die oben mit Glassplittern versehen sind. Das Ghetto nimmt Gestalt an. Zu Janinas Freude kehrt ihr Vater aus Russland zurück. Der Familie geht das Geld aus. Janinas Vater nimmt eine Stellung bei der jüdischen Ghetto-Polizei an. Eine Frau Katz bietet ihnen eine neue Unterkunft an. Ein düsteres Zimmer zum Hinterhof. Wenn man aus dem Fenster steil nach oben sieht, kann man über den Dächern gerade noch ein Stück Himmel sehen. Der Hof war für uns Kinder eine unerschöpfliche Quelle des Abenteuers und der Abwechslung. Ständig kamen Bettler und Hausierer, traten Akrobaten, Clowns und Musikanten auf. Einige waren echte Künstler, die meisten aber arme Schlucker, die ein paar Groschen ergattern wollten fürs Überleben. Danke. Hause fein. Danke. Hause fein. Hause fein. Hause fein. Hause fein. Danke, mein Kind. Weißt du, wie alt sie ist? 100 Jahre. 104 Jahre. Sie ist die älteste Frau in ganz Warschau. Sie ist Plemplem. Du bist neu hier, stimmt's? Mhm. Ja, sie wohnt genau unter uns. Wir wohnen über ihr. Der Elias ist da! Elias ist da! Elias ist da! Hast du den da schon mal gehört? Das ist Elias. Er kann heulen wie eine Luftschutzsirene. Elias, mach mal eine Luftschutzsirene. Den Herbst über waren die Beziehungen zum Hauptzimmer sehr herzlich. Frau Davidowitsch? Ja? Kosten Sie mal. Na, kosten Sie schon. Das letzte Stück? Keine Sorge, ich habe noch mehr. Meine Tochter konnte nie genug davon kriegen. Schmeckt gut. Ja? Danke vielmals. Bitte, bitte. Haben Sie dir also den Laufpass gegeben?
Wer hat dir überhaupt geraten, für die Polen zu arbeiten? Unter dem Druck äußerer Ereignisse verschlechterte sich die Lage rasch. Herr Katz verlor seine Arbeit. Juden durften nicht mehr für Polen arbeiten. Und wer muss das alles ausbaden? Ich. Was soll ich bloß hier mit dir den ganzen Entschuldigung. Tag? Aber, dass du mir alles wegfrisst, was? Keine Arbeit, kein Essen. Du verdirbst es sowieso unter dem Magen. Entschuldigung. Moment. So. Falls du meine beste Freundin werden willst, da gibt es nur einen Weg. Ja, ich weiß. Wir müssen unsere Freundschaft mit Blut besiegeln. Richtig. Seine Schwestern sperren ihn aus. Er heult immer, weil er so hungrig ist. Bis vor kurzem war er ein richtiger Gelehrter. Stimmt's, Elias? Was braucht man dazu? Für eine Blutsfreundschaft? Mhm. Zunächst einmal eine Rasierklinge. Oh je. Ich habe eine mitgebracht, von meinem Vater. Wenn wir das machen, werden wir so gute Freunde, dass nichts mehr zwischen uns treten kann. Und unsere Kinder werden diese Freundschaft mal fortsetzen, wenn wir einen Jungen und ein Mädchen kriegen. Du meinst, wenn ich einen Jungen bekomme und du ein Mädchen? Ja, zum Beispiel. Oder umgekehrt, sie werden einander heiraten. Es ist ganz einfach. Erst brauchen wir von jedem Blut, dann schreibe ich damit deinen Namen. Und du meinen. Aber dein Name ist viel länger als meiner. Nein, ist er nicht. Sie sind fast gleich lang. Naja, also gut. Dann trinken wir eben nur einen Tropfen von unserem Blut. Ah! Jetzt musst du dich auch in den Finger schneiden. Na los! Du es für mich. Ich guck nicht hin. Das geht nicht. Du musst es selber machen. Sonst ist es ungültig. Aber Tuscha, es ist doch für mich, um mir deine Liebe zu beweisen. Warum bist du denn so feig? Oder liebst du mich nicht genug? Doch. Ach, sowas Albernes. Du kannst es rauspressen, wenn du willst. Oh. Freundschaft bis zum Grab. Ja, Freundschaft bis zum Grab. Als die Vorhut der königlichen Husaren, den Gipfel des Hügels erreichte, Schulen gab es für uns nicht mehr.
Mutter war besorgt, ich könnte zu viel versäumen. Sie half mit, Unterricht für uns zu organisieren. Er wurde abwechselnd in den Wohnungen der Schüler gehalten. Alles in Ordnung, Fräulein Bloch. Es ist nur mein Mann. Alles in Ordnung, Kinder. Unsere Lehrerin hieß Fräulein Bloch. Wenn unsere Klasse entdeckt würde, so hieß es, würde man uns mit dem Tode bestrafen. Lehrer, Schüler und Eltern. Als die Vorhut der königlichen Husaren den Gipfel des Hügels erreichte, erblickte sie in einer Mulde der Ebene das türkische Lager. Punkt. Es war ein furchterregender Anblick. Punkt. Es war ein furchterregender Anblick. Punkt. Fürsenkelkämme. Fürsenkelkämme. Sicherheitsnadeln. Fürsenkel. Frag doch mal die anderen. Im November 1940 wurden die Tore des Ghettos geschlossen. In den folgenden Wochen wurden weit über 100.000 Menschen ins Ghetto getrieben. Trotz der Kälte breitete sich der Typhus aus. Und wir fragten uns, wie das erst im Frühling werden würde. Angst und Niedergeschlagenheit waren das vorherrschende Empfinden dieser Tage. Wenn ich meine Freundinnen traf, vermieden wir das Thema. Zuzugeben, dass unsere Eltern und die anderen allmächtigen Erwachsenen hilflos und ängstlich waren, das wäre einfach zu schmerzhaft gewesen. Gegenseitig versicherten wir uns, dass unsere Eltern nur deswegen im Ghetto blieben, weil es, wenigstens vorübergehend, der sicherste Ort für uns war. Selbstverständlich konnten sie jederzeit fortgehen und nicht einmal die Gewalt der Deutschen würde sie davon abhalten können. Wohin gehst du? Karten spielen? Oder wieder zu deiner Schwester? Da bist du ja andauernd. Oder zu wem? Ich möchte wissen, was mit ihren Augen los ist. Sie reibt sich schon den ganzen Tag. Marek, sage, dass sie damit aufhören soll. Reib nicht mehr deine Augen, mein Schatz. Du reibst ja ihren Glanz weg. Guten Abend, Herr Davidowitsch. Nein. Sie gehen raus? Mhm. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Nina, bitte.
Nein, kein Trachom. Ihr Arzt kann nichts für den Irrtum, aber es ist gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Es handelt sich zwar um eine hartnäckige Angelegenheit, aber doch um eine gutartige. Wir kriegen das schon wieder hin. Ihr Rezept? Danke. Eine Liquidation. Aber ich dachte, meine Mutter... Ich hab das nicht. Also wirklich, meine liebe junge Frau, wenn Sie nicht wissen sollten, was ich gehört, dann kommen Sie wohl besser nicht mehr her. Bloß weil ich mit Frau Kowalska flüchtig bekannt bin, haben Sie wohl kaum Grund zu erwarten. Eine unglaubliche Zumutung. Ist Ihnen das klar? Herkommen und falschen wollen. Bei einer ärztlichen Diagnose. Mehr habe ich nicht. Krieg ich was? Komm, wir haben kein Geld für sowas. Geht weg, ihr kauft doch sowieso nichts. Du gehst auch weg. Wollt ihr was kaufen? Du hast keinen Kredit mehr bei mir. Ich habe seit 2 Wochen kein Stückchen mehr gegessen. Deine Mutter hat vor einigen Tagen eins bekommen und auch noch nicht bezahlt. Wir haben kein Geld. Dann solltet ihr auch keine Süßigkeiten essen. Bonbons, Karamellen. Bonbons, Karamellen. Dein blondes Haar sieht wunderschön aus, Rivka. Ich weiß. Sind Ihre Haare nicht wunderschön? Mhm. Na, nimm. Danke. Und Rivka, sag meinem Vater bitte nicht, dass wir Schulden bei dir haben. Du darfst Toscha jetzt nicht besuchen. Warum nicht? Weil sie ein bisschen krank ist? Wir haben gerade deine Augen wieder in Ordnung gebracht. Sie ist nur erkältet, weiter nichts. Sie ist etwas häufig erkältet in letzter Zeit. Das gefällt mir gar nicht. Hat sie Fieber? Ich kann sie ja mal fragen. Es könnte ja sein, dass sie Tuberkulose hat. Ihre Wangen sind so unnatürlich rot. Ach, Mami, die Kameliendame hatte TBC. Das muss ich Toscha sagen, dass sie vielleicht Ach, auch... Was? Ich muss sofort zu ihr. Und Chopin hatte auch TBC. Toscha ist nur deswegen krank, weil sie ohne mich nicht leben kann, weil sie mich nicht sehen Ich darf. Verbiete es dir. Ich bitte dich. Würdest du bitte aufhören mit dieser Toscha? Marek, gut, dass du da bist. Die Mami lässt mich nicht zu Toscha gehen. Oh. Ich dreh noch völlig durch. Immer nur Toscha, 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 den lieben langen Tag lang. Was ist sonst verquer? Ich habe für dich nichts zum Essen. Nichts? Man kriegt nichts. Es gibt nichts mehr. Und was man kriegen kann, ist nicht zu bezahlen. Ach, lass das. Was ist das? Lavendel. Lavendel. Riech mal. Toll. Woher hast du das alles? Von wem denn? Sag doch, Marek. Mami, riech mal. Fantastisch. Ich bin betäubt. Lavendelseife. Eau de Cologne. Mami, darf ich Toscha ein Stück schenken? Ach, Toscha. Erinnerst du dich an Lydia? Lydia? Grabowska. Die Frau des Fotografen. Ja. Lydia Grabowska.
Ich habe sie vom Postamt getroffen. Sie hat mich umarmt. Vor allen Leuten. Naja, sie hat schon immer für dich eine Schwäche gehabt. Ach, sie hat sich hauptsächlich nach Nina erkundigt. Ich weiß genau, warum die sich so um Nina kümmert. Sie will Eindruck auf dich machen. Was hat die denn im Ghetto zu suchen? Anscheinend, naja, geschäftlich wohl. Sie kaufen ja Antiquitäten auf. Sind weiter nach Warschau umgezogen. Sie handeln jetzt mit Antiquitäten. Es geht ihnen glänzend. Er war ja Deutscher. Das kommt ihnen jetzt zustatten. Sie ist natürlich auch sehr tüchtig. Ja, sehr. Jedenfalls habe ich endlich wieder Seife gerochen. Zum ersten Male seit... Man vergisst, was Kultur bedeutet. Richtige Seife. Sie wird uns besuchen. Wann? Nein, das geht doch nicht. Nicht hierher. Sie darf nicht hierher kommen. So dreckig, wie es uns heute geht, so dreckig ging es ihr früher. In ihrer Jugend. Trotzdem ist das nicht dasselbe. Nie, nie, nie. Nicht hierher. Vorsicht, Stufe. Tag. Darf ich vorgehen? Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigung, darf ich bekannt machen? Das ist Frau Grabowska, Herr und Frau Katz. Tag. Wir kennen Frau Grabowska noch von vor dem Krieg. Wir sind uns rein zufällig begegnet. Entschuldigen Sie, ich platziere einfach so rein. Oh Gott. Schaut, wen ich mitbringe. Lydia. Ich freue mich ja so. Nina. Entschuldigung. Nina. Erinnerst du dich noch an mich? Ja. Darf ich? Ja, danke. Sollte er noch ziehen? Nein, nein, das ist doch alles gut. Zucker? Nein, danke. Wie machen Sie das nur in diesem fürchterlichen Loch? Oh, Kinder, ich habe nicht das Zimmer hier gemeint. Was sollen wir denn machen? Na, rausgehen. Wie denn? Ach, das lässt sich alles arrangieren. Alles ist möglich. Glauben Sie etwa, es wird besser? Es muss. Wir leben von der Hoffnung. Der Krieg wird sicher auch mal aufhören. Aber Lydia, was sollen wir denn machen? Um rauszukommen, braucht man Geld. Mein Gott, ich ahne nicht einmal, wie viel. Wir haben keins. Und die falschen Papiere. Und Arbeit finden. Womögliche Erpressungen. Man hört haarsträubende Geschichten. Oh, danke, ich möchte lieber meine eigenen. Nina, gibst du mir bitte mal meine Handtasche? Ja. Danke sehr. Ich muss mich für den Tee entschuldigen. Ach was, ist doch alles in Ordnung. Wie reizend sie ist. Danke. Ich habe, also gut, ich hatte schon immer, ich mache kein Geheimnis daraus, gute Beziehungen zu den Deutschen. Ich kenne da ein paar Offiziere, sehr freundlich. Die Deutschen haben einen bestimmten Plan. Glaubt ihr etwa, die warten, bis ihr alle an Typhus gestorben seid? Aber wir haben doch kein Geld. Lydia, Beste,
Dieses Kleid, das ist das letzte anständige Stück. Nein, das ist nicht wahr. Ich habe noch einen guten Mantel. Den heben wir für den schlimmsten Notfall auf. Falls einer von uns dreien krank wird, sind wir erledigt. Und außerdem, wo sollten wir denn hin mit dem Kind? Jeder sieht die doch sofort anders. Was Sie nur haben. Sie sieht doch aus, wie eben ein Kind aussieht. Sie ist doch zum Küssen. Ich würde sie schon unterbringen. Es ist entsetzlich, was geschehen wird. Entsetzlich. Aber wir haben doch keine Chance. Und außerdem, meine Eltern leben hier. Es wäre nicht recht. Wie geht's den alten Herrschaften? Sind sie gesund? Ja, danke. Sie haben sich gefreut, als sie hörten, dass wir uns wiedersehen. Nein, nein, es ist, wie Celia sagt. Alle, die wir kennen und die von hier rausgekommen sind, die haben es nur mit Geld geschafft. Leider. Ihr seid doch Millionäre gewesen. Wir waren keine Millionäre. Ihr könnt doch nicht alles verloren haben. Was wir besaßen, hatten wir in Staatsanleihen angelegt. Ihr hättet besser Dollars kaufen sollen. Ja, ja. Etwas von meinem Schmuck hatte ich gerettet. Aber wir haben essen müssen. Der Rest wurde ausgebombt, geplündert. Leute, die überhaupt nichts hatten, die sind schon nicht mehr da. Wo ist bloß all eure Energie geblieben? Nein, so geht das nicht. Ich werde keine Ruhe geben, bis ihr euch aufrafft und selbst etwas unternehmt. Es wird bald dunkel. Ausgangssperre? Kein Problem. Ich habe Sonderausweise. Hier. Na, was kann ich euch besorgen? Hm? Sagt es mir doch. Was braucht ihr am nötigsten? Wir haben alles, was wir brauchen. Wirklich. Vielen Dank. Jetzt jagen sie wieder den armen Elias herum. So geht das den ganzen Tag. Nina, du, erinnerst du dich noch an Tomek und Paul, meine beiden Jungen? Hm? Ja. Kann ich sie nicht über Weihnachten zu mir holen? Wäre das nicht viel zu gefährlich? Ach, keine Spur. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich muss jetzt leider gehen. Ihr hättet ihn nie in die Falle gehen dürfen. Ich bin da anders. In diesem Leben muss man kämpfen. Ich begleite Sie bis zur Kontrollstelle. Am Arm eines Polizisten? Na, da fühle ich mich aber geehrt. Danke. Und du vergiss es nicht, hä? Und lass dich ja nicht von deiner Mami davon abbringen. Du kommst Weihnachten zu mir, ja? Ja. Wiedersehen. 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 Oh, Ihre Zigaretten. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wenn ich an den Schlagbaum komme, winken Sie mich durch. Die Menschen sind einfach zu gehen. Ich glaube kaum, dass wir sie je wiedersehen. Was meinst du?
Sie ist rotblond und sie leuchtet irgendwie. Ich glaube, dass sie in Papa verliebt ist. Arm in Arm sind sie durchs Ghetto spaziert. Und weißt du was? Sie hat mich für Weihnachten zu sich eingeladen. Was? Nach draußen? Ein polnisches Weihnachtsfest. Mit einem Tannenbaum? Ja. Hör mal, wenn es geht, bring mir eine Glaskugel mit, ja? Rot oder blau oder silbern, das ist egal. Ja. Ich mache mir schon Sorgen, weil ich so viel versäumt habe. Ob Fräulein Bloch mich wieder nimmt? Wir werden beide zusammen alles noch mal durcharbeiten. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Vergiss die Glaskugel nicht. Wenn ich dir keine mitbringe, will ich in einem Bett voll Brennnesseln schlafen. Den hat sie uns auch mitgebracht. Ich krieg nichts runter. Haben wir euch erwischt, ihr Dreckskerle? Und jetzt verschwindet. Los, ab! Ausweis. Weg, weg, verschwind. Na los, Schranke hoch. Danke. Wollen Sie... Na dann, schon gut, Sie können passieren. Wir nehmen uns eine Droschke. Zu Piusa, bitte. Steigst du ein? Bitte, mein Schatz. Danke. Damit hast du mir einen großen Wunsch erfüllt. Aha. Ein Dynamo? Ja, ein ganz anständiges Modell. ZF 12 770. Danke, Erik. Vielen Dank.
Danke, Herr Grabowski. Weißt du was? Ich habe die gleichen Sachen voriges Jahr schon mal gekriegt. Was? Auch den Baukasten? Ja. Oh ja, ist aber trotzdem sehr schön. Aber ich spiele doch nicht mehr mit so einem Ding. Oh. Oh, toll. Du hast ein Fotoapparat bekommen. Lass ihn liegen. Lächeln. Ich hab dir doch gesagt, du sollst ihn hinlegen. Geizkrank. Was suchen Sie denn? Oh ja, wunderbar. Ich danke dir. Freut mich. Was ist da drin? Ich weiß, was es ist. Ich habe es sofort erraten. Es steht drauf. Wartet mal. Einen Augenblick. Von Vater für die Kinder. Weißt du es wirklich nicht? Nein. Es ist ein Ruf. Danke, Mama. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne uns und was du uns bescheret hast. Amen. 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 Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und jetzt Janina. So ist's gut, mein Herzchen. Frohe Weihnachten. Weihnachten. Ich bin so glücklich. Meine lieben, lieben Kinder, ihr seid wunderbar. Tante, ich danke dir, dass du gekommen bist. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tomek? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Mutti. Du auch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wer ist denn die? Meine Schwester. Ist sie nicht? Das ist doch eine Jüdin. Ist sie nicht? Ist sie doch. Jüdin, Jüdin, Jüdin. Lass auf. Halt ihn ein. Halt seine Beine. Thank you.
Im Frühjahr 1941 wurde die Übervölkerung unerträglich. Jetzt waren fast eine halbe Million Juden im Ghetto. Und immer mehr strömten herein. Aus der polnischen Provinz, aus Deutschland und aus der Tschechoslowakei trafen Güterzüge voll von verwirrten Fremden ein. Es gab Hunderte von Bettlern in den Straßen. Wir gewöhnten uns an ihre Gesichter und verfolgten ihr Schicksal vom Moment ihres Auftauchens an in unserer Straße. Wie sie dort standen, häufig gut gekleidet, verlegen und schweigend, als wären sie nur einen Augenblick stehen geblieben, um sich umzusehen. Bald zerbrach diese Haltung und sie begannen, Passanten am Ärmel festzuhalten, erschrocken über ihre eigene Kühnheit und gleich Entschuldigungen stammelnd. Dann kam die nächste Stufe. Sie konnten nicht mehr stehen. Sie hockten auf dem Bürgersteig, gegen die Hauswand gelehnt. Ihre Kleider waren Lumpen, ihre Mienen maskenstarr. Von da an ging es immer schneller dem Ende zu. Entweder wurden sie dürrer und dürrer, bis sie Skeletten glichen, oder sie schwollen schrecklich an. Sobald ihre aufgequollenen Hungerbäuche zusammenfielen, blieb von ihnen nichts übrig als eine Hülle aus lockerer Haut. Dann verschwanden sie. Ihr Platz wurde sofort von einem anderen verzweifelten Geschöpf eingenommen, das dem gleichen Prozess zum Opfer fiel. Ihre Leichen, denen man die letzten Lumpen abgestreift hatte, lagen jeden Morgen in den Straßen. Bedeckt waren sie mit Zeitungspapier, mit Ziegelsteinen beschwert. Bitte. Ich weigerte mich, an das zu denken, was ich sah. Wenn jemand, der ganz normal aussah, ganz wie wir, sogar besser angezogen, wenn der betteln musste, war das dann der erste Schritt? Während des ganzen Frühjahrs wanderte ein hochgewachsener Mann aus Deutschland durch die Straßen, tief in seine Träume versunken. Die rote Decke um die Schultern wie einen Purpurmantel. Er kam mir vor wie ein irrer König im Exil, fern seinem Land. Von den vielen anderen Elendsgestalten des Ghettos war er der einzige, über den ich vor lauter Mitleid hätte weinen mögen. Die Blume wird durch ihre Blütenblätter geschützt. Die äußeren Blätter bilden den Kelch. Kelchblätter sind meist grün. Der äußere Kranz ist die Blütenkrone. Sie besteht aus Blütenblättern. Und die Blütenblätter sind es, die die leuchtenden und mannigfachen Farben zeigen. Wozu sind die eigentlich da, Fräulein Bloch? Dazu komme ich gleich. Also, sie schützen die Stempel und die Staubgefäße. Das ist der Stempel und das sind die Staubgefäße. Das sind die Fortpflanzungsorgane der Blume. Wie bei Männern und Frauen. Nun, der Stempel ist weiblich, ja, so kann man es auch sagen. Und die Staubgefäße sind männlich. Aber wie machen Sie es nun, Fräulein Bloch? Wie Sie es... Der Blütenstaub vom Staubgefäß wird auf den Stempel übertragen, der sich... Und wie kriegen Sie das fertig? Jola, du störst den Unterricht. Dabei versuche ich doch, es dir zu erklären. Also, der Blütenstaub vom Staubgefäß gelangt in den Stempel, wo der Samen die Befruchtung herbeiführt. Jola, du benimmst dich wie ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich werde mit deiner Mutter sprechen. Ja, bitte. Nur darum dreht sich alles. Als Anna Karenina und Wronski endlich allein waren, nachdem er den Kutscher weggeschickt hatte, da ist es passiert. Ja, meinst du wirklich? Das ist doch scheußlich.
Klar ist es das. Die Erwachsenen sind scheußlich und was sie machen, ist widerlich. Einfach gemein. Sogar wenn du bei deinem Vater auf den Knien sitzt, passiert es. Oh, Jola, wie kannst du nur so etwas Schreckliches sagen? Man kann es überhaupt in jeder Stellung machen. Tun's denn alle? Alle, klar. Nonnen aber nicht. Nonnen kennen sogar noch schlimmere Tricks als das. In Lodge ist ein bekanntes Kloster, wo... Hör auf, Jola, du bist durch und durch verdorben. Und du bist durch und durch naiv. Ihr seid alle wahnsinnig naiv. Wollt ihr es nun hören oder nicht? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ja oder nein? Ja, wir wollen alles wissen. Warum kratzt du dich? Kratzt du dich den ganzen Tag über? Hast du etwa Läuse? Ich? Nein. Na gut. Glaubst du, Toscha kapiert es? Warum nicht? Und du fällst auch nicht in Ohnmacht oder sowas? Sexualität ist eine schmutzige Sache. Wo hast du das alles bloß gelernt? Mama und ich, wir wissen, wie es läuft. Wahrscheinlich, weil Papa abgehauen ist. Ich gehe davon aus, dass ihr keinen blassen Schimmer habt und fange mit dem Einfachsten an, Küssen. Es gibt zwei Arten von Küssen, den harmlosen und den sinnlichen. Entschuldige, Jola. Der ideale Ferientag in den Bergen oder am Meer. So ein Aufsatzthema kann nur von Fräulein Bloch stammen. Das Kind hat Fieber. Wie viel denn? 38,6. Ich flehe zu Gott, dass es nur die Masern sind. Würdest du bitte versuchen zu schlafen? Nein. Warum nicht? Ich habe Angst, dass ich im Schlaf rede. Natürlich ist sie krank, aber das ist es nicht allein. Meinst du? Ja. Vielleicht wird sie erwachsen? Ja, es ist soweit. Sag mal, möchtest du das Märchen hören, als Rotfünkchen Fieber hatte? Es war einmal ein Kind, das hieß Rotfünkchen. Und das wurde eines Tages furchtbar krank. Ach, schon wieder Stromsperre. Tja, und in der ganzen Stadt war der Strom ausgefallen. Wie jetzt? Und die Leute, die stolperten und fielen hin. Und Rotfünkchens Vater, ein gewissenhafter Bürger, sagte, ich weiß, was zu tun ist. Er holte einen Eimer voll kaltes Wasser und tauchte Rotfünkchen hinein. Rotfünkchen holte sich sofort eine fürchterliche Erkältung und hatte enorm hohes Fieber. Tja, und weil er im Rotfünkchen war, fing er an zu glühen. Er glühte und glühte so stark, dass er, nachdem sein Vater ihn mitten auf dem Platz aufgestellt hatte, die ganze Stadt erleuchtete. Tja, und alle waren entzückt. Machen wir's den Schwalben nach, bauen wir uns ein Nest. Bist du lieb und bist du brav, halt zu dir ich fest. Bist du falsch, oh Schwalberich, fliegt die Schwalbin fort. Sie zieht nach dem Süden hin und du bleibst im Nord. Ich warte auf das große Wunder, tralala, von dem man so viel spricht. In Wirklichkeit ist alles anders, tralala, die Wunder kommen nicht. Der Sommer wurde sehr heiß. Mit der steigenden Hitze entwickelte sich der Typhus zur Epidemie. Die Todesrate erhöhte sich mit jedem Monat. Viele Fälle wurden gemeldet, aber noch viel mehr von angstvollen Verwandten verheimlicht. Auch Rufka erkrankte. Obwohl sie die Krankheit überstand, fiel ihr goldenes Haar büschelweise aus. Sie zieht nach dem Süden hin und du bleibst im Norden. Ab und zu besuchte ich meine Großeltern. Sie waren bei der Familie Gold geblieben.
Sophie konnte sich leider nicht mehr um sie kümmern, da sie das Ghetto nicht mehr betreten durfte. Oh, Großmutti, das ist aber ein schönes Kleid. Das hast du schon lange nicht mehr angehabt. Ich finde, das würde Mama sehr gut stehen. Nein, das passt dir doch gar nicht, Kind. Das könnte man doch ändern. Moritz, bist du es? Ich bin's bloß, Frau Kowalska. Tag, Nina! Sieh mal, was ich für dich habe. Das Neueste. Hast du dein Repertoire schon erweitert? Ich tanze mit Mann, dir in den Himmel schläft. Kannst hinein. Du vielleicht mal an was anderes denken? Später. Seitdem Sie seinen Laden zerstört haben, tut er nichts mehr. Mir scheint, er schnappt noch über. Großvater! Nina, besuchst du uns auch mal wieder? Wie geht es dir denn? Gut. Großvater muss sehr schwer arbeiten. Mama sagt, dass du eine gute Stellung hast. Eine bessere als Vater. Er hat eine ehrliche Stellung. Er arbeitet im Sägewerk. Und alle respektieren ihn. Und er verdient den Respekt. Und er bekommt ihn auch. Hat sie es schon gesehen? Ich? Nein. Ich habe gewartet, damit du es jetzt zeigen kannst. Hast du das alles gepflanzt, Großvater? Ja, einige Tomaten haben schon angesetzt. Ja, wenn wir Glück haben. Da blüht, das sind Erbsen. Auf dem Fenstersims standen in einem Kasten Tomaten, Erbsen und Bohnen. Und auf einmal sah ich wieder Großvaters kleinen Garten hinter der Mühle. Vater ist ein falscher Trieb. Was ist das? Die Bettler kommen heim ins Asyl am Ende der Straße. Was singen sie denn da? 6 Uhr am Abend. Alles in der Welt ist gut.